Hallo NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Defender 2. Ich bin gespannt, ich kenne das Spiel zu meiner Schande noch nicht und werde es jetzt zusammen mit euch kennenlernen. Ja, was ist das hier? Hier steht der Was soll ich Super hier? Arcade-Hit, steht mir hier und Ist keine irgendwas drin? Ahnung. Ob das damals wirklich so der Hit war. Aber wenn es auf der Packung steht, dann muss es ja einfach stimmen. Aber genug gequatscht. Einfach mal starten. Mal schauen müssen, wo mein Controller rumkullert. So, One-Player-Game A. GB ist immer das Schwere. Wir machen One-Player-Game A natürlich. Weil so ein Arcade-Game ist meistens schon schwer genug. Aha. Oh. Aha. Okay, nein, ich glaube, das kenne ich sogar. Ich glaube, das kenne ich. Ich dachte, der Name hat mich, war, bei dem Namen war ich mir jetzt nicht sicher, aber das kenne ich. Aber fragt mich nicht, woher. Habe ich das schon mal am Emulator gezockt? Ich weiß es nicht mehr. Was war das hier? Irgendwo hinbeamen, oder? Wie? Ah ja. Es ist schon extrem. Es läuft wahnsinnig flüssig, Leute. Es läuft so super flüssig wie kaum ein NES-Game. Unglaublich eigentlich. Aha, B ist Superbombe. Die habe ich da jetzt einfach mal geopfert für dafür. Sound ist auch ganz gut. Okay, es kann ein bisschen Background-Sound. Wird dem Ganzen wahrscheinlich nicht schaden. Aber dass die Steuerung so flüssig ist und es wirkt wahnsinnig schnell. Bin begeistert. Leute, das ist der Hit. Das kann man zocken. Okay, und was ist jetzt? Da drüben ist einer. Das Radar oben zeigt alles an, so wie es. Wow. Hab mich fast getroffen, das Zeug. Wo ist der? Jetzt habe ich ihn. Wow, Wave 1 complete. 200 Bonus. Was will man mehr? Und wieder alles platt machen. Tja, so einfach war das mal war damals. Okay, es gibt immer noch Spiele, die so einfach sind. Okay, nein. Hat wehgetan. Ja. Sollt's nicht glauben, aber Leute, ich sterbe einfach nicht gerne. Was nicht? Mir macht Sterben einfach keinen Spaß. Deswegen funktionieren diese Spiele auch alle bei mir so gut. Der Überlebenswille ist einfach sehr hoch. Auch der virtuelle. Ui. Eieiei, da habe ich einen Schuss übersehen. Aber es geht auch sehr schnell. Es geht schon so schnell und man muss sich auch immer gleich auf die Gegner gleichzeitig konzentrieren und auf die Schüsse. Und das links und rechts zoomen hat man einer richtig gemacht. Ich fasse es ja nicht. Schaut euch das an. Man sieht nach in der Richtung, die man fährt und blickt mehr als in die man nicht schaut. Ich würde jetzt gern den Programmierer, der dafür zuständig ist, umarmen. Ja. So viele machen das falsch. Und der, beziehungsweise das Team macht es richtig. Genial. Was ist das für eine? Wow. Das war ein ganz aufgeweckter Junge. Ja. Okay, da drüben ist noch einer. Ah, so ein weißes UFO. Mist. Ja. Huhu. Batz ist das hektisch, dieses Game. Unfassbar. Einer ist noch da. Den kriege ich auch noch. Dich kriege ich auch noch, mein Junge. So, da. Zap. Weg ist er. Wave 2 complete. Ja, so. Ich würde fast sagen, es ist das schnellste und dynamischste NES-Spiel, das ich kenne. Unglaublich. Oh. Wow. Man muss aufs Radar schauen. Wow. Boah, das ging einfach nicht mehr. Game over. Krieg ich ein Continue? Natürlich nicht.
Okay, ich probiere Game B auch noch auf Hard. 5 Minuten Spielzeit. Und ich versuche mal Game B. Ich bin begeistert. Das ist einfach ein Game, das nimmt man in die Hand und weiß in den ersten... In der ersten Minute, das ist was Besonderes. Wie die das geschafft haben, dass dieses Game so flüssig läuft. Unglaublich. Da gibt es auch kein... Oh ja, es gibt eigentlich ein Sprite-Flackern, aber man merkt es nicht. Ich glaube, das ist der Trick hier. Man merkt es irgendwie nicht. Ich werde mal darauf achten, ein bisschen. Ich sollte lieber mehr auf die Gegner achten. Nein, ich will ein bisschen auf das Sprite-Flackern achten. Aber ich glaube, man merkt es einfach nicht, weil die Gegner extra... Weil es einfach so rund um dieses Flackern Design ist zum Teil. Weil da diese Dinge flackern ja immer und diese flackern ja auch immer. Was ist das? Ah, das kann ich einsammeln. Okay. Der eine verfolgt mich ja sogar. Ui, das hätte ich nicht zerstören sollen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Okay, weiter geht's. Immer schön drauf. Ich habe wieder, ich bin ja gemein, ich habe hier einen Dauerschießbutton, ich verwende ihn jetzt einfach mal. Was ist der andere Button eigentlich? Ich habe da so einen Spezialbomber auch noch. Und was ist Select? Nix. Start ist Pause. Gut, hätten wir das auch noch besprochen. Ich baller mich da jetzt volle Kanne durch hier. Was ist, wenn ich da einfach nur durchfliege? Ist das vielleicht eine gute Strategie? Wow! Nein, 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 irgendwie nicht so. Nein, nicht so, nicht so. Gute Strategie, einfach nur durchfliegen. Dafür ist es ein bisschen zu schnell. Ja, also in einem S-Game, in einem Space-Shooter, so das Gefühl für Geschwindigkeit rüber zu kriegen, verdient eigentlich eine Auszeichnung. Was, das Spiel funktioniert heute wie vor 30 Jahren. Unglaublich. Macht Spaß. Da haben wohl einige Kids ganz schön viel Taschengeld in der Spielhalle versenkt, würde ich sagen. Gut. Ja, ich bin jetzt bei 7 Minuten, also ich kann eigentlich noch ein bisschen zocken. Zu zweit kann man es auch spielen. Ist das zu zweit miteinander? Ich weiß es nicht. Wir arbeiten natürlich cool. Ja, wenn ihr damals die Fender gespielt habt und es voll gefeiert habt oder es gerade jetzt entdeckt und es voll feiert, dann haut mir was in die Kommentare dazu rein. Ich werde vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinfos dazu rauskopieren aus dem Netz und hier in die Beschreibung reinklatschen, falls jemand noch mehr zu diesem Game erfahren möchte und zu voll ist, die Wikipedia aufzuschlagen. Ich wette, das Game hat einen fetten Wikipedia-Eintrag. Ich werde mir den heute noch durchlesen. Ah, das Telefon läutet. Ah ja, der Martin. Der Martin ruft an. Hey, servus, was geht? Ja, ich zocke NES, wie so oft in meinem Leben. Ja, ich versuche immer noch alle zu zocken. Nein, ich bin nicht am Weinen, weil heute ein richtig gutes Game dran ist. Defender 2. Ich weiß nicht, ob Defender 1 nicht vielleicht noch geiler war. Ich kann es mir aber schwer vorstellen. Defender 2 ist so richtig der coole Hit am NES. Ja, weil es einfach unfassbar schnell ist. Also ich habe noch nie so ein schnelles und flüssiges Game gespielt am NES. Ja, das solltest du dir mal anschauen. Ja. Auf jeden Fall. Am NES Mini ist das, glaube ich, nicht. Nein, der NES Mini hat das, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht auswendig, aber ich glaube nicht. Dafür ist das ein bisschen zu special interest. Ja, ich zock jetzt noch ganz kurz. Eine Runde wage ich noch und dann kommt schon wieder das nächste Game dran. Ja, ich rucki zucki geht das hier. Ein Game nach dem anderen. Ja, ich muss wieder auflegen, gell? Kann nicht so lang. Was sollen sich denn die Zuschauer denken von mir? Ist dir wurscht, schön. Das werde ich weiterleiten, so. Gut. Ja, ciao, ich lege jetzt einfach auf, ich muss weiterzocken. Ciao. Der Martin.
Der alte Zocker. Das habe ich gar nicht gefragt, was er wieder zockt gerade. Würde mich interessieren. Wahrscheinlich irgend so ein neumodisches Game auf der Switch. War nur Spaß, ich zocke auch gerne neue Games. Ich komme ja leider viel zu... der war zu schnell. Ich komme ja leider viel zu wenig zu neuen Games. Weil ich noch so viele alte spielen muss. Und es macht natürlich auch sau Spaß, dieses ganze alte Zeug kennenzulernen. Und mit altem Zeug meine ich das hier in keinster Weise abwertend. Ein Spiel, das nach so vielen Jahren immer noch Spaß, einen Spaß bereitet. Das ist schon ganz große Kunst, Leute. Ganz große Kunst. Hier muss ich mir gleich eine Träne aus den Augen wischen. So gerührt bin ich davon. Ja, lasst mich ein bisschen übertreiben. Es gehört dazu. Gut. Ich mache mich jetzt noch einmal Game Over. Ich rush da einmal durch. Schauen wir mal, was passiert. Und boah. Gut, das war Defender 2. Und ich glaube, ich werde als nächstes Defender 1 noch zocken. Also, wenn ihr dran bleibt, morgen Defender 2. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, unten abonnieren, jeden Tag neue NES Games. Daumen hoch da lassen, bitte jetzt, weil dann freue ich mich. Gut, wenn ihr noch mehr sehen wollt, da drüben schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.